Warum hast du im Club mit einer anderen Frau rumgemacht, obwohl wir uns zu dem Zeitpunkt wieder angenähert haben? Die Sache ist die, ich kann dir keine Antwort auf die Frage geben, weil es, ich glaube, alles, was ich sagen würde, wäre nur eine Rechtfertigung. Aber du weißt, was du damit angerichtet hast, oder? Ja, ich weiß, was ich damit angerichtet habe, natürlich. So ist ja auch nicht so, dass es dann nur dich mitgenommen hat. So denkst du, ich bin stolz darauf. Aber in dem Moment habe ich halt nicht so weit gedacht. Ich weiß doch, dass ich immer der gesagt habe, hey, so, ich werde der sein, der die Scheiße nicht mit dir abzieht. Du weißt, was du damit angerichtet hast? Ja, weiß ich auch. Okay, jetzt ist halt wirklich over. Jetzt ist der Drops halt wirklich gelutscht. Dass ich einfach so mit einem einzigen Tag oder mit einem einzigen Abend so 3 Jahre kaputt gemacht hat, das ist einfach so krank einfach. Oh ja. Waren deine Gefühle mir gegenüber wirklich echt? Ja, auf jeden Fall. Eigentlich von Tag 1 an. Okay. Dass einfach so diese Connection die wir auch immer noch haben, ich mir mit keiner anderen Person vorstellen kann. Wir haben das alles zusammen erlebt. Und du bist so widersprüchlich. Das ist wirklich anstrengend. Weil ich denke auch, dass du das so denkst. Aber trotzdem fuckst du dich manchmal dann bei anderen so über mich ab. Wie jetzt zum Beispiel, ja, wir haben über die Sache geredet im Club. Aber das macht die Sache ja nicht weg. Das macht diese Gefühle dazu ja nicht weg. Wenn ich dich angucke und einfach sauer bin und das alles nicht verstehe, dann ist das so. Und dann hast du das zu akzeptieren. Ja? Du hast dann einfach nicht das Recht, dich über mich abzufucken. Weil natürlich, wir verstehen uns gut und wir reden auch und wir lachen und wir stehen in den Spielen gut. Aber manchmal denke ich mir dann einfach, du hast alles kaputt gemacht. Du hast diese 3 Jahre, die sind einfach für den Arsch. Und dann bin ich auch einfach traurig. Und dann will ich dich nicht sehen und dann will ich auch nicht mit dir reden. Und ich will das dann auch nicht als Vorwurf hören. Weil du dann einfach nicht in dem Recht bist, dir das rauszunehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nie so weit gedacht, dass es für sie noch nach wie vor eine Belastung ist, mich hier um sie zu haben und auch mir in die Augen zu schauen oder mich halt einfach manchmal zu sehen. Und dann gucke ich dich an und werde dann einfach sauer, weil wir uns gut verstehen und weil wir einfach eine Verbindung haben, die einfach da ist. Wir kennen uns wie sonst irgendwas. Ich glaube, kein Mensch kennt mich so gut wie du. Selbst wenn du mir irgendwann verzeihen kannst, weiß ich nicht, ob ich es selber kann, weil ich will nicht dir dabei. Und ich will jetzt auch nicht selber irgendwie in die Opferrolle oder so fallen, weil ich weiß, dass ich derjenige bin, der es am Ende verkackt hat, aber du hast halt einfach nicht drüber nachgedacht. Ich glaub dir auch, dass du das nicht mit Absicht gemacht hast oder dass du es nicht gemacht hast, um mich zu verletzen. Also
Also ich wollte eine Entschuldigung, eine ehrliche Entschuldigung, die nicht einfach, ja, sorry, tut mir leid. Die habe ich auch auf jeden Fall heute bekommen. Kann ich dich in den Arm nehmen? What is love? Baby, don't hurt me. Don't. Und ich habe halt auch gesehen, dass es ihn wirklich verletzt. Und dass es nicht wie in meinem Gefühl war, ja, war mir egal. Das Krasse ist so einfach, egal was ich sag oder was ich tue, so, ich kann es ja nicht ungeschehen machen. Und das ist so, das, was mich so hart triggert.